So, willkommen zurück, meine lieben Freunde. GTA 5 Story Modus. Hä? Hä? Wo muss ich denn hier hin? Hier steht H für das große Ding. Muss ich da irgendwie rein? Aber wo? Oder muss ich rauf aufs Dach? So, hier steht schon mal ein nicer Schlitten. Ah, wir treffen uns im Stripclub. Jetzt verstehe ich. Das ist ein Stripclub. So, Waffe weg, sonst werde ich hier gleich wieder rausbegleitet. Ah. Vanilla. Unicorn. Ja, man kann hier leider nicht laufen hier drin. So, das ist ja Trevors Ding, genau. Der hat sich das hier irgendwie unter den Nagel gerissen. War das nicht so im Laufe der Story, im Laufe dieser Geschichte? Hey. Hey. Sorry, I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! Excuse me! Enough! Enough! Thank you! Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there. But then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage. And then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. And it's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious, what's it going to be? Ich nehme Brachial. Alright, we're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay, two gunmen and two drivers. Third time working together, why not? Kann nicht mehr blättern. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure.
Gunman 1 is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you and makes it... Well, he's had my back on every job since I got up and running again. He deserves a shot at the big one. Oh. We've been waiting our whole lives for this one. Are you sure you got this right? Yeah. Ah! Great. All right. We get the tunnel bore machine, and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you would have already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him, and him personally, to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. Gut. I lost count of how many boobies I seen. How much boobies? Ah. Tracy LMAA. So, was machen wir? Hallo? Ist keine Aufgabe für mich. Ah. So, Raubüberfall Vorbereitung. So, Fluchtfahrzeug. So, wo gibt es denn die fetten Autos? Die gibt es hier in diesem Stadtteil. Irgendwo da oben. Fahren wir da mal hin. Wir wollen uns hier jetzt einen Fluchtwagen organisieren. Das muss natürlich eine schöne Kiste sein. Was steht denn da für ein Auto? Habe ich da noch was im Depot? Naja, ein Polizeiauto wäre wahrscheinlich auch das Falsche. So, wie gesagt, wir sind ja auf der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug. Meins kann ich nicht nehmen. So, hier auf der Autobahn fährt natürlich jetzt auch keins rum. Ja, das sind alles so Schrottkarren. Damit will ich keine Flucht machen. Jimmy. Just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim? You're taking me up Bantam Canyon in this charcoal-colored landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Das sind Zweisitzer. Geht das überhaupt? Can't do it, son. Get yourself out of this mess. Okay. Ja. Well, how much of my Alter, leg doch mal auf hier. Take to get me out of this situation.
Dieses Fahrzeug eignet sich nicht. Auch ein Zweisitzer. Ja, das Auto ist genau das, was ich eigentlich gerne haben möchte. Auch ein Zweisitzer, ne? Was ist hier passiert? Wow! Ah, die guten Dinger, die ich gerne hätte, sind alles Zweisitzer. Okay, was nehmen wir hier? Ja, wuff. Ja, ich muss wieder hier weiter nach rechts. Hier fahren die großen Dinger rum. Die fetten Karren. Kann man so einen Porsche nehmen? Bin ich mir auch gerade nicht so sicher. Natürlich auf der Straße, wo ich hier gerade fahre, gibt es keine fetten Autos. Nee. Zweisitzer Ferrari. Was gibt's denn als Viersitzer? Lucky, buddy. Ah, die Cockpit-Dings da. You Zweisitzer. So, hier muss doch jetzt irgendwo was rumfahren. Aber das war doof. Das hat bestimmt wehgetan. Ja, ganz klar ein Zweisitzer. 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 Was soll ich denn für ein Auto nehmen? Das muss ja auch schnell sein. Was bist du denn? Oh, so ein BMW. Ja, halt! Ja. Das Ding würde ich direkt nehmen. Habe ich nicht bei mir in der Garage noch ein schönes Teil? Auch wieder nur ein Zweisitzer. Jetzt, wo man ein Auto braucht, findet man keins. Hier Avengers-Logo da oben. Habt ihr gesehen? Du kannst es tunen. Das ist doch mal genau. So, jetzt haben wir hier so ein. Ja, es muss aber
deutlich schneller werden. Oh. Immer rein in die gute Stube. So, hoffentlich habe ich auch genug Kohle, um das Ding hier jetzt erstmal reparieren. Panzerung. Ach du liebes Lieschen. Nein, wir haben fast 1 Million, da können wir uns das leisten. Bremsen. Motor. Oh. Auspuff. Wir haben das Geld. Hauen wir alles rauf. Motorhaube. Doppeleinlass. Hupe. Fuck drauf. So, Neon-Kits brauchen wir natürlich auch. Anordnung. Neon-Farbe. Hätte ich natürlich wie immer gerne rot. Scheinwerfer. Ja, nehmen wir mal die Xenon. Soll der Geiz. Scheiß aufs Nummernschild. Lackierung. Primärfarbe. Metallic. Ja, schön auffällig. Dach. Federung. Ja. Getriebe. Turbo. Reifen, Felgentyp, Luxus, schade, dass es hier nicht noch größer geht. Ich nehme mal meine Lieblingsdinger, die habe ich ja eigentlich immer wohl. Nehmen wir die Shadow. Felgenfarbe, Carbon Schwarz, Reifen, Reifenmuster, Tuningreifen, Reifenverbesserung, schusssichere Reifen, genau, Reifenqualm, Blau. Reifen? Hä? Wieso Reifen? Reifenqualm. Gelb. Hey, ich hab doch schon alles. So, Fenster. So, das war's. Mehr können wir ja nicht tunen an dieser Kiste. So, Fluchtfahrzeug, das haben wir. Jetzt müssen wir das natürlich noch irgendwo hinbringen. Ja, ich glaube, das ist einigermaßen schnell genug. Natürlich nicht ganz so schnell, wie ich es gerne hätte. Aber ich würde sagen, ausreichend schnell genug, um vor den Bullen mal schön flüchten zu können. You got lucky, buddy. Ja, wir machen ihn zwar ein bisschen kaputt, aber sobald wir die Mission starten, ist das Ding eh wieder heil. Ja, man sieht ja auch schon, wie er abgeht. Das ist, ja, man kann fast Rennen damit fahren. Aber nur fast. Also man hört es auch, der zieht schon ganz gut durch. Klau den Bohrer. Okay, das ist Bohrer-Klauen, aber wo soll das Auto jetzt hin? Ha.
Das ist natürlich jetzt blöd. Ah, ruf mich an, wenn du eins besorgt hast. Okay, rufen wir erstmal Lester an. Den Bohrer besorgen wir danach. Ich dachte, ich müsste hier jetzt hin. Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Arschloch? Lester, I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Ah, ich bin schon in der nächsten Mission drin. Ficken. Verdammter Käse. Deswegen wahrscheinlich SMS. Ach komm schon, das Auto hat so viel Geld gekostet jetzt. Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Ich kann jetzt nicht schnell speichern, daran erkenne ich das. Ah, Mann, ey. Fuck! Jetzt bin ich hier in dieser verdammten Scheiß-Mission schon drin, ne? Was mache ich denn jetzt mit dem Fluchtauto? Ja, ich kann es ja auch nirgendwo parken jetzt, dass es meins bleibt. Ah! Wie komme ich aus dieser blöden Scheißmission wieder raus? Gar nicht. Oh Mann, Mission, klau den Bohrer. Och nö. Ich bin mitten in der Mission drin jetzt hier schon. Mann, wie ärgerlich. You can't be here. Back up. You gotta leave. Now. I'm gonna knock some sense into you. Schüttel die Cops ab mit dem Ding hier. Alter Falter. So, hier ist ja U-Bahn. Ich versuche also in die U-Bahn zu kommen und werde dann einfach die Bullen abhalten. Das ist jetzt mein Plan. Nicht der beste Plan, aber ich habe keinen anderen. Wenn ich denn hier in die U-Bahn komme, komme ich nicht. Shit, 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 shit. Ja, 2 Sterne, das geht ja noch. Das heißt, keine Helikopter. Da ist die Bahn. Da ist auch wieder Bahn. Ja. So, mal gucken, ob die Pfeifensäcke mir folgen. Ah, da rechts wäre ein Tunnel.
Okay, die folgen mir hier schon nicht. Ist das hier also so ein Scheiß? Ah, sie sind schon weg. Michael. Yeah. So we got one of these cutter things. What do you want me to do with it? I paid off a guard at the parking lot around from the bank. He'll open the gates for you. Okay, if you trust him. Begib dich zum Parkplatz. Okay, jetzt muss ich hier natürlich erstmal wieder irgendwo runterkommen. So, hier. Nice. Wow, okay. So, den Bohrer haben wir. Wir haben aber natürlich das Fluchtauto jetzt. Ja. Kilometer. Ja, habe ich selbst einen Fehler gemacht. Mission schon gestartet, obwohl ich die andere noch gar nicht fertig hatte. Ja, hätte ich gewusst, dass ich einfach nur letzter anrufen muss, wenn es war. Ja. Jetzt habe ich, wie teuer war das Auto? 50.000, 100.000? Ja, oh, naja, bestimmt 100.000, ne? Naja, wenn wir das große Ding erledigt haben, habe ich das alles wieder drin und bin I wanna be happy. Sind da nur noch 2 Kilometer, die ich hier fahren muss. Gut, was kann ich euch denn mal so Schönes erzählen? Heute ist Sonntag. Ich nehme jetzt hier mal schön am Sonntag frühen Abend GTA auf, denn ich will jetzt endlich die Mission endlich mal auf 100% haben und durchkommen. Hier, diesen U-Bahn-Tunnel-Einfahrtsschacht habe ich eben gemeint. Da reinfahren, das Ding abstellen, einfach alles bombardieren, was nachkommt. Irgendwann, Helikopter kommen ja eh nicht nach. So, ja, wir fahren hier wieder durch die halbe City. Es wird Nacht, es wird dunkel. Sonnenuntergang, Los Santos. Ja, schon geil. Für mich GTA 5 immer noch das geilste Spiel, was ich überhaupt gezockt habe. Und auch, was ich am längsten zocke. Ich habe die Mission ja schon mal auf der Xbox durchgespielt. Wollte das Ganze aber nochmal auf der PS4 machen, weil ich halt auch online zocken konnte. Das ging mit meiner Xbox damals nicht. Ja, ich glaube, das war so der Grund. LTS gegen andere Spiele und Xbox wäre das, glaube ich, ein bisschen blöd gewesen auf der Xbox 360. Und deswegen habe ich mir halt nochmal für die PS4 nochmal GTA geholt. Eine Investition, die sich auf jeden Fall gelohnt hat. Aber allein die ganzen Folgen LTS gegen PAX Trader waren ja schon mega geil. Ich glaube, ich hätte hier recht hochfahren müssen. Oder? Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Nö, doch, ich glaube, ich bin richtig. So, auf diesem Parkplatz soll ich. So, bestanden! Bohrer! Also, ha, das war's. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Mission Das große Ding. Wir sehen uns. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen!